Herzlich willkommen zum Neumond im Löwen, der am 19.08.2020 in der dritten Dekade Löwe stattfindet. Liebe Leute, dieses Wetter, diese Hitze bringt uns natürlich schon mal sehr gut in Verbindung mit der Energie, wie ein Löwe sich fühlt. Also ich meine das Tier der Löwe, das natürlich mit ordentlicher Hitze leben muss. Wir haben hier zum Neumond die Sonne und den Mond auf 26 Grad Löwe in Konjunktion zu Merkur, dem Kommunikationsplaneten, der sich hier auf 28 Grad Löwe befindet. Die Sonne, der Mond und Merkur im Löwen bilden hier ein harmonisches Sextil, ein inspirierendes, anregendes Sextil zum aufsteigenden Mondknoten in den Zwilling und ein harmonisches, stabilisierendes, unterstützendes Trigon zu Mars im feurigen Widder. Wir haben hier also eine starke, feurige Energie. Und dadurch, dass Mars, der Energie- und Handlungsplanet, mittlerweile sein Tempo hier schon ganz schön gedrosselt hat, weil Mars am 10.09. in der dritten Dekade wieder rückläufig werden wird, bekommen wir mit dem Neumond im anderen Feuerzeichen Löwe hier nochmal die Chance, wirklich mit unserem inneren Feuer in Kontakt zu kommen. Unser inneres Feuer, unser inneres Licht, das durch den Löwen symbolisiert wird, verbindet uns ganz direkt mit unserer Lebenskraft, mit unserer Lebenslust, mit unserer Lebensfreude. Im Löwen geht es um all das, was den meisten von uns besonders viel Spaß macht. Also Hobbys, Sexualität, Kreativität, Spielfreude, Romanzen, Liebeleien. Also all das, was die meisten von uns natürlich ganz besonders lieben. Und dadurch, dass ein Neumond uns ja immer darin unterstützen möchte, etwas Neues zu beginnen, möchte dieser Neumond im Löwen hier uns natürlich auch darin unterstützen, in den genannten Bereichen etwas Neues zu beginnen. Diese Zeitqualität ist besonders geeignet, um neue Kontakte zu knüpfen oder aber auch um in bestehenden Beziehungen eine wunderbare Zeit zu erleben. Das ist auch ein sehr guter Neumond für geschäftliche Kontakte, denn Merkur hat auch einen ganz direkten Bezug zur Geschäftstätigkeit. Das ist ein sehr günstiger Neumond, auch falls es bestimmte Probleme innerhalb von Beziehungen gab, dass man diese Probleme hier ausräumen kann. Denn Merkur befindet sich hier, wie gesagt, im Löwen, wo er sein Herz auf der Zunge tragen kann. Dementsprechend können wir hier sehr deutlich sagen, was uns bewegt, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wir haben hier allerdings in der Gesamtkonstellation auch eine sehr interessante Aspektfigur. Merkur, die Sonne und der Mond im Löwen und auch der aufsteigende Mondknoten in den Zwilling bilden hier jeweils einen Quinkungs zu Saturn im Steinbock. Hier ergibt sich eine sogenannte J-Figur, die auch als der Fingerzeig Gottes bezeichnet wird. Und dieser Finger zeigt in dem Fall hier ganz direkt auf Saturn im Steinbock. Von daher, bei aller Liebe, bei aller Lust, bei allem Feuer, bei aller Leidenschaft, bei aller Leichtigkeit, die hier eingebracht wird bei dieser Zeitqualität, wird hier auch eine Prise Ernsthaftigkeit durch Saturn mit eingebracht. Ja? Und von daher sollten wir uns hier ja nicht allzu sehr von dieser feurigen Energie mitreißen lassen und halt auch überlegen, wo unsere Verantwortlichkeiten liegen. Ja? Also meinetwegen in einer
bestehenden Beziehung, wenn man hier ja durch eine bestimmte Krise geht, könnte man sich unter dem Einfluss dieser Zeitqualität nun dazu verleitet fühlen, fremd zu gehen, ja, weil hier halt sehr viel Lust und Leidenschaft mit ins Spiel kommt, ja, und da Saturn hier, wie gesagt, auch seine Finger mit im Spiel hat, sollten wir uns dann in so einem Fall auch ganz genau überlegen, ob wir hier ein solches Risiko eingehen wollen, denn im Löwen geht es darum, ein Risiko einzugehen, oder aber ob wir hier halt eher ja, langfristig denken sollten, worum es bei Saturn immer geht und auch die langfristigen Konsequenzen unserer Handlungen berücksichtigen sollten. Da Merkur hier auch diesen Quinkungs zu Saturn im Steinbock bildet, ist es hier auch ganz wichtig zu schauen in den kommenden Wochen, in welchen Situationen wir uns es tatsächlich leisten können, unser Herz auf der Zunge zu tragen, aus dem Bauch heraus zu sprechen, ganz instinktiv zu sagen, was uns so durch den Kopf geht, und wann es aber auch wichtig ist, zu überlegen, bevor wir den Mund aufmachen und uns halt wirklich zu verdeutlichen, welche Macht Worte auch haben können. Ja, wie gesagt, bei Saturn geht es immer darum, zu überlegen im Voraus, welche Auswirkungen unsere Worte oder aber auch unsere Handlung in der Zukunft haben können. Ja, und bei all der Leidenschaft, die hier mit ins Spiel kommt, könnten wir jemanden dann entweder versprechen, ihm die Sterne vom Himmel zu holen, oder wir könnten uns hier auch zu sehr in etwas hineinsteigern und dann halt etwas sagen, ja, was einfach noch nicht angemessen ist, ja, wo wir lieber mal uns etwas zügeln sollten, etwas abwarten sollten und erstmal schauen sollten, wie sich gewisse Dinge langfristig entwickeln, bevor wir hier zu viele Zugeständnisse machen, ja, oder aber auch zu viel von uns preisgeben. Liebe Leute, ich fließe hier jetzt auch fast weg durch die Hitze. Von daher halte ich es heute kurz. Außerdem, wenn ich die Videos immer so lang mache, dann dauert es halt auch immer ewig, bis ich sie hochladen kann. Denn je länger ein Video ist, desto größer ist es von der Megabyte-Zahl her und desto länger dauert der Upload. Wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu ganz speziellen astrologischen Themen, die sich besonders für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Schaut euch gerne um auf meiner Website. Ihr könnt gerne auch immer wieder auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich auch schon einen sehr ausführlichen Text zum rückläufigen Merkur gepostet habe. Vielleicht komme ich auch noch dazu, einen Text zum Neumond im Löwen zu posten, aber irgendwas findet ihr dort bestimmt immer zwischendurch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche uns allen einen erfolgreichen Neumond im Löwen. Bis bald, ciao!